Also, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Schön, dass ihr eingestellt habt. Ich bin auch so gut, wir legen auch gleich los. Hey. Und zwar heute, habe ich ja schon angekündigt, möchte ich in diesem Video mal ein bisschen zeigen, was ich so in mich reinstopfe. Hoho, weil manche immer so mal fragen, so, Clark, was isst du eigentlich so? Und ich finde, Thema Essen ist sowieso mega, mega interessant. Ja, ich esse sehr gerne und auch, ich versuche gesund zu essen. Klappt nicht immer. Manchmal isst man auch mal ungesunde Sachen, gehört irgendwie auch dazu. Ich meine, warum auch nicht, ja? Man muss nicht immer perfekt alles essen, ja? Also, weiß nicht. Deswegen esse ich auch gerne mal Tiefkühlkost. Und jeder mag Pizza, also esse ich auch gerne mal Tiefkühlpizza. Und da gibt es etwas anderes, was auch tiefkühl ist. Und das habe ich letztens im Supermarkt gesehen. Und ich bin erstaunt gewesen, wie gut das geschmeckt hat. Also, das habe ich echt überhaupt nicht erwartet, weil ich eigentlich normalerweise... Ach, wisst ihr was? Ich hol's einfach mal. Ich hol's mal jetzt und dann schauen wir mal. Schauen wir mal in die magische Kiste. Da ist es. Ja. Okay, das ist das nette Produkt, das ich schon die ganze Zeit erzählen möchte, wie geil das schmeckt. Und zwar mediterran Chicken Burger. Jetzt wird man sagen, was? Tiefkühlburger? Igitt. Ja, ganz ehrlich, habe ich auch immer gedacht. Und es gibt, also die meisten sind scheiße, ja, muss ich sagen. Ich habe schon einige probiert gehabt, aber die da sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Und da gibt es noch eine andere Sorte. Ich weiß gar nicht, was genau das ist. Ich glaube, es ist auch Chicken. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist da eine Süß-Sauer-Soße drauf. Hier ist eine Tzatziki-Soße drauf. Und die schmeckt sogar noch besser als die hier. Aber ist völlig wurscht. Und es ist wirklich krass, wie gut das schmeckt. Ich habe das wirklich nicht gedacht. Selbst Xialin, die ja sehr empfindlich ist bezüglich Tiefkühlfleisch, hat gesagt oder sagt, dass die super geil schmecken. Also die findet die auch richtig klasse. Und ja, das ist wirklich krass. Also das ist wirklich mega krass, wie gut die schmecken. Also kann ich euch nur empfehlen, gibt es im Supermarkt in der Tiefkühltheke. So, was nicht so einfach ist, ist die Zubereitung. Irgendwie, erstens suche ich die immer, die ist hier. Und zwar steht ein unglaublich langer Text, ja, was man da machen soll. Eigentlich ist es ziemlich einfach, alles aufs Blech legen, fertig. Weiß nicht, die ersten Male waren für uns ziemlich kompliziert zu verstehen, was soll man da jetzt eigentlich machen. So, packen wir es mal aus. Ja, Unboxing für Essen. Da ist ziemlich viel drin. Sagt Xialin bitte nicht, dass ich jetzt beide esse. Die wird mir bestimmt fühlen sein. So, also, da mal ein Tiefkühlsemmeln. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, gibt es auch so schon ganz normal zu kaufen. Da kann man eigentlich davon ausgehen, dass die ganz gut schmecken sollten. Ja, wir essen manchmal auch Tiefkühlsemmeln, wenn wir keine frischen Semmeln da haben, mit Bock und Pfahl sind. Das ist das Fleisch, Chicken Burger, also Hähnchen, so wie man es von McDonald's kennt, paniert. Dann haben wir Soßen, das ist die Tzatziki-Soße und das hier ist das Kraut. Das wird dann später noch so... ja, weich. Ne? Ja, ist alles gefroren. Ne? So, und das legt man eigentlich alles aufs Blech. Und dann am Ende legt man es dann zusammen. Und das machen wir jetzt. So, nochmal der Inhalt im Detail. Wir haben die Semmel. Nichts Ungewöhnliches, sind Sonnenblumenkernsemmeln. Ja, ganz normale Tiefkühlsemmeln. Dann haben wir die Fleischpatties. Also paniert sind die irgendwie. Und da drin ist halt Hühnchen. So, und dann kommt auf diese Patties, kommt dann so Krautsalat soll das sein, ich weiß nicht ganz genau. Sieht so jetzt an sich nicht schlecht aus. Taut dann halt auf und dann zerfließt er so ein bisschen auf dem Fleisch. Und dann müssen wir die Semmeln schneiden, dann wird das da reingelegt und dann ist das eigentlich schon so weit fertig. Wir werden uns noch ein bisschen Salat drauflegen. Also das ist jetzt nicht dabei, wir haben hier noch die Tzatziki-Soße, die kommt dann nachher auch noch drauf. Und wir legen uns aber auch noch ein bisschen Salat drauf oder vielleicht sogar Essiggurken, mal gucken. Genau, so, jetzt müssen wir 15 Minuten warten, das soll so ein bisschen antauen. Und während es antaut, soll man den Ofen vorheizen und dann schiebt man das Ganze da rein und dann ist das eigentlich relativ ruckzuck fertig. Und dann können wir lecker Burger essen. Jam, 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 jam. Die Soßen, die packe ich immer in warmes Wasser, damit die ein bisschen anschmelzen, also auftauen.
Und auf der Packung steht drauf, entweder bei Zimmertemperatur auftauen lassen oder halt in warmes Wasser legen. Ich finde, bei Zimmertemperatur dauert es einfach viel zu lange und dann ist es meistens noch so voll eisig. Deswegen lege ich sie in mein warmes Wasser rein, lasse sie so ein bisschen antauen und dann passt das. Nur so als Tipp. 15 Minuten sind rum. Wir werden jetzt den netten Spaß hier in den Ofen schieben. Und wie lange soll das drin bleiben? 15 Minuten, oder? 20 Minuten. 20 Minuten backen. Let's go. Jodle. Wir holen die jetzt raus. So halb zumindest. Und zwar nur die Brötchen. Die Fleischdinger müssen noch ein bisschen drin bleiben. 5 Minuten noch. Es ist fertig. So, gehen wir mal durch. Also, wann ist die Tzatziki-Soße? Probieren wir die mal ganz kurz. Schmeckt wie Tzatziki-Soße. Ganz okay, schmeckt lecker. Semmel habe ich auch mal hier so ein Krümelchen probiert. Schmeckt wie eine Semmel, ganz normal. Merkt man nicht, dass es eine Tiefkühlsemmel war. So, jetzt haben wir hier dieses Krautding hier. Ich finde das eigentlich ziemlich nice, aber ja, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ist jetzt nicht wirklich, wo man sagt, ja, schmeckt super geil, aber es ist ganz okay. So, aber was wirklich, wirklich mega interessant ist, oder was wir wahrscheinlich alle wissen wollen, ist, wie sieht dieses Fleisch eigentlich so aus? Weil das ja meistens immer so Hauptkriterium ist von so Tiefkühlzeug, dass man dann sagt, ja, da ist dann immer so viel Müll drin. Und wenn man sich das jetzt hier so anschaut, dann sieht eigentlich so jetzt boah, ganz normal aus. Also jetzt nicht irgendwie besonders schlimm. Es ist auch kein Matschpampe oder sowas, also irgendwie püriert oder sowas, sondern wirklich, es wirkt so ein bisschen wie ein Filet eigentlich schon fast. Also, ich würde sagen, wir hauen das Ganze mal zusammen und probieren das mal. Burger Time! Ah, Burger! Sieht echt gut aus, finde ich. Viel Soße. Ich mag Soße. Ich liebe Soße. Nam, nam, nam. So, mein Fazit ist, diese Burger schmecken sehr, sehr, sehr gut. Ich denke, klar, es ist tiefkühl, aber ob ich jetzt eine Tiefkühlpizza esse oder einen Tiefkühlburger, da macht es eigentlich viel nicht mehr viel aus. Das ist eigentlich, eigentlich wurscht. Aber was ausmacht, ist halt der Geschmack. Ne? Also Pizza schmeckt eigentlich, wie man es ja kennt, ziemlich gut meistens, also wenn man Pizza mag. Und ich finde, die Tiefkühlburger sind eine gute Alternative, ein Ersatz für frische Burger. Ich mag meine frischen Burger auch lieber und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde die Burger von McDonald's auch besser als die hier. Aber trotzdem, für zu Hause einfach mal sagen, was mache ich jetzt? Ich habe so einen Hunger irgendwie. Ach, ich mache mir jetzt einfach einen Tiefkühlburger. Das sagt man auch nicht so. Einen Tiefkühlburger. Und dafür ist das eigentlich vollkommen in Ordnung. Ich werde jetzt meine Burger genießen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es gefallen ist, ein Like da lassen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, habt ihr diese Burger schon mal probiert? Würdet ihr sie essen? Würdet ihr sagen, das würde ich doch gerne mal probieren? Dann geht einfach in den Supermarkt und ja, lasst einen Kommentar da. Ich bin gespannt, wie eure Meinung zu diesen Burger sind. Also, bis dann. Ciao, ciao.